ein kurzer Gedanke. Ja, starten wir mit einer neuen Folge aus meiner kleinen Serie Nur ein kurzer Gedanke, indem ich Sie in meine Gedankenwelt ein Stück weit mitnehme. Das ist heute ein schwieriges Thema. Ich habe das genannt, alle in die Pflege. Können oder müssen wir uns leisten, trotzdem auszuwählen? Also, es ist unbestritten, dass wir mehr Leute in der Pflege brauchen. Und zwar erheblich mehr Leute. Und es gibt mittlerweile ja auch eine Menge Anstrengungen, das zu tun. Und es gibt eine Menge Anstrengungen, das zu tun über Geldanreize. Es gibt eine Menge Anstrengungen, das zu tun über Kampagnen, die gestartet werden. Und das ist alles genau richtig. Nichtsdestotrotz möchte ich etwas sozusagen Wasser in den Wein gießen. Selbst wenn das alles gelingt, wenn es uns wirklich gelingt, diese 150.000 in den kommenden Jahren oder noch mehr Leute in die Pflege zu bekommen, heißt das gleichzeitig, dass sich die Pflege dadurch unbedingt verbessern wird? Sicherlich ein Stück weit, weil bestimmte Dinge einfach nicht gemacht werden können, weil wir nicht genügend fachlich ausgebildetes Personal haben. Aber ich möchte an etwas erinnern, was ich oder was viele, viele Menschen schon seit vielen, vielen Jahren sagen. Kampagnen, gerade auch zur Stärkung der Altenpflege, gibt es schon seit vielen, vielen Jahren. Und manchmal ist das auch mehr oder weniger gelungen, dass es mehr Leute geworden sind. Das heißt aber auch, dass jeder, oder ich würde so sagen, jeder, der in der Altenpflege schon einmal war oder in der Krankenpflege als Patient, als Kollege, als Mitarbeiter war, weiß aber auch, dass es dort einfach auch Menschen gibt, die in der Pflege arbeiten, die dort eigentlich nicht hingehören. Und die Frage, die ich mir stelle, ist, wenn wir durch so eine Großoffensive es schaffen würden, dass sich mehr Leute für den Pflegeberuf interessieren und ihn auch ausüben wollen und ihn lernen wollen und wir ihn dann vielleicht lehren können, da stellt sich aber immer noch die Frage, können wir uns dann leisten, auszuwählen? Denn nicht nur in der Pflege, in jedem Beruf gibt es Menschen oder es gibt in jedem Beruf Menschen, die dafür nicht geeignet sind, weil ihnen das Talent dazu fehlt, weil ihnen bestimmte andere Dinge dazu fehlen. Also ich selber habe erlebt, wie zum Beispiel Macht in Altenheimen, in Krankenhäusern ausgespielt wird. Und das ist auch nicht sozusagen wieder gut zu machen oder zu reparieren, indem man Leute nur mal einmal darauf hinweist. Sondern ich glaube einfach, dass es Menschen gibt, die dort nicht hingehören, für die das nicht der richtige Beruf ist. Und wenn wir jetzt so eine große Offensive starten, was ich absolut richtig finde, ja, und auch die Anreize, die ich richtig finde, zumindest zum Teil richtig finde, dann finde ich, müssen wir uns gleichzeitig überlegen, wie wir trotzdem auswählen, für wen dieser Lehrberuf geeignet ist oder Studienberuf geeignet ist oder nicht. Ja, natürlich kann man sich da auch irren, aber ich glaube einfach, jede oder jeden, der das machen will, aufzunehmen, ist nicht der richtige Weg. Und darum wäre mein Anliegen, dass wir auch bei der Planung von Kampagnen sehr, sehr deutlich machen, um welche Arbeit es sich in diesem Beruf handelt und was man auch mitbringen muss, schon bevor man lernt, ja, was man mitbringen muss für diesen Beruf. Nicht jeder ist geeignet dafür, in einem Beruf zu arbeiten, in dem sehr, sehr viel Leid passiert. Nicht jeder ist geeignet dafür, in einem Beruf zu arbeiten, in dem die Kommunikation das A und O ist. Ja, dieses Talent hat auch nicht jeder. Bei manchen kann man sicherlich mithelfen und nachhelfen. Aber es gibt auch Leute, für die ist das einfach nichts. Ich will das mal ganz salopp sagen. Auch ein ehrenwerter Beruf aus mir beispielsweise wäre nie ein guter Elektriker geworden. Ja, weil ich handwerklich einfach nicht gut bin und auch keinen Spaß daran habe und kein Interesse daran habe. Und meine Sorge ist einfach, dass je höher wir die Anreize legen und natürlich zurechtlegen, damit wir mehr Leute in die Pflege bekommen, desto größer wird aber auch die Gruppe derer sein, die den Beruf unter Umständen nur wegen dieser Anreize lernen wollen, gerade finanzielle Anreize lernen wollen, für die aber, wenn man sie wirklich befragen würde, und das meine ich mit Auswahl, wirklich befragen würde, warum sie den Beruf lernen wollen, die sozusagen die Leidenschaft für diesen Beruf nicht mitbringen. Und eine der Hauptvoraussetzungen für diesen Beruf, insbesondere auch in der Altenpflege, ist sozusagen das Interesse an der anderen Person, ja, und die Begegnung auf Augenhöhe in der Krankenpflege sowie in der Altenpflege. Also,
mein Gedanke im Moment ist einfach, so wichtig und richtig es ist, alles dafür zu tun, mehr Leute, mehr Menschen für diesen Beruf zu interessieren und zu rekrutieren, muss man gleichzeitig aber auch überlegen, wie man gezielt schaut, wen man für diesen Beruf zulässt und wen nicht. Und das macht man in jedem anderen Beruf auch. Das ist also nicht despektierlich gemeint. Jemand, der kein guter Altenpfleger oder Krankenpfleger, Krankenschwester, Gesundheits- und Krankenpfleger ist, kann in einem anderen Beruf hervorragend sein. Ja? Also ich glaube einfach, dass wir nicht vergessen dürfen, dass wir dort etwas, dass wir Verantwortung haben, auch bei der Auswahl der Menschen, die für diesen Beruf geeignet sind. In diesem Sinne, was meinen Sie dazu? Also ich weiß, das ist ein bisschen Wasser in den Wein, aber ich glaube, dass es wichtig ist, darüber nachzudenken. Nur ein kurzer Gedanke.